Haben wir nicht irgendwie. Konnte man nicht die Dinger irgendwie ein Speed-Update geben oder so? Aber der hat kein Update-Slot, ne? Der das nicht, ne? Wie viel Iron haben wir schon? 11. 11. Ich habe noch 7. So. Das haben wir schon mal. Das baue ich gerade. Das 10 Stück macht 20. Haben wir auch schon. So, ich habe gleich schon mal die ersten Sachen fertig. Nämlich diese Hauptplatten. Achso. Cool, ey, da müssen wir nachher eine Decke noch ein Loch machen, wa? Nee, das machen wir da draußen. Weil die Raketenstation hast du ja hier. Ja, die. Nee, das ist ja nur die Baustation. Ist nicht die Ach, dann Rakete. nimmst du die nachher raus, oder was? Ja, genau. Voll geil. So, das dahin, das dahin. Ach verdammt, ich brauche ja noch mehr, wa? Oh, brauche ja 40 von. Wir machen es mal einen Teil. Der Electric Compressor verbraucht mehr Strom, als reinkommt. Oh, ich ersticke gleich. Ja. Rakete bauen ist nicht einfach. Das will gekonnt sein. War aber ja schon fast klar, oder? Ja. War schon krass, wie viel man dafür braucht. So, du hast die Ingots im. Ich mach die Platten. Heißt eigentlich, wenn ich jetzt das noch dazu packe, müssten wir die ersten Platten haben. Die ersten drei. Wow. So, jetzt gehe ich an die NASA-Bench da und dann kann man schon mal. Was? Ich kann ihn nicht planten. Punkst wie Sau. Das versuchst. Bitte? Punkst, wenn du das versuchst. Ich funk? Mach das nochmal. Moment. Ja, sieht total komisch aus. Okay. Muss mir mal eine mal geben und sagen, wo die hingehören. Leg ich die mal da rein, dann siehst du das ja. In die mittleren 10 Felder. Mittleren 10 Felder. Ja, in der Mitte sind ja 5, 2x5. Da irgendwo rein. Ach so, es funkt hier in der Mitte, okay. Merkwürdig aus, ne? Und hinter mir, hat das nicht gefunkt? Eben hat das hinter dir gefunkt. Ne, hier jetzt gerade in dem Ding gefunkt. Jetzt hat es erst auch bei dir. Okay. Warum geht das nicht? Was machen wir falsch? Hast du wieder? Vor dir. Wie soll ich den NASA Workbench Schematik machen, wenn ich da nicht rankomme? Ich will schon kommen, nachher haben wir alles gebaut und können die Raketen nicht bauen. Schlagen die Spinnen dich? Ja, die steht hier draußen vor der Tür. Ich müsste nicht ge
gegrabt werden von dem Ding? Aber nicht. Der steht sogar da direkt oben drauf. Vor dem Apparat und nichts passiert. Meh. Da muss nämlich das Upgrade da wieder raus. So, irgendwie habe ich keine Luft mehr. Ich lagge. So, jetzt bin ich da. Ich habe gerade Luft Gut. am ich hole dich mal auf den aktuellen Stand. Ich habe, wie du gesagt schon siehst, das Labor verlegt. Ja. Kannst du ja mitkommen. Fürs Labor verlegen brauche ich natürlich auch Strom. Den habe ich hier hinten dann hergeholt. Hier haben wir eine separate Stromversorgung zum Labor. Und jetzt kommt das Nette an der ganzen Geschichte. Wir haben unsere Batterie, die ist natürlich jetzt voll. Weil hier hinten auch noch eine Batterie ist. Diese Batterie bekommt von den Solarpanels Strom. Dieser Ja. Strom wird dann nachher in die Batterie reingespeist. Und die füttert ja unser ganzes System nachher. Sehr gut. Das halt an dieser Stelle. Wir haben trotzdem immer noch das Problem, dass der Kern da unten uns ziemlich ansaugt. Gravitation ist der Hammer, ey. Den müssen wir auch ab und zu mal kontrollieren. Wir sollten langfristig den Sternraum mal verlegen, weil ich habe erfahren, der kann auch, wenn der Null erreicht, explodieren. Okay. Genau. Also Aber nicht das ganz. dauert ja eigentlich richtig lange. Richtig. Dann habe ich uns hier, irgendwie hatte ich beim Runterbuddeln auf einmal eine Höhle gefunden, eine endlose Wasserquelle gemacht. Weil ich Das habe ist auch festgestellt, dass nicht. wir noch keine endlose Wasserquelle haben. Nee, haben wir nicht. Und ich brauchte ein paar Mal Wasser, das hat ein bisschen genervt. dann habe ich einiges an Eisen erzeugt gehabt. Das habe ich auch schon ein bisschen wieder verbraucht. Ja. Ich weiß gar nicht. Die laufen gerade wieder, genau. Habe ich vollgeschmissen, aber wir müssen bald wieder. Ja, ich habe den schon ein paar Mal wieder unten gefarmt. Ich habe Ja. die Erdproduktion erstmal ausgesetzt, habe die ganze Erde nach oben gebracht. Das zeige ich dir auch gleich. Hier habe ich schon mal ein Tier 1 Rocket Engine gebaut, weil ich echt ein bisschen verwirrt bin, was wir jetzt machen müssen. Wenn ich es Ja. richtig liege, müssen wir für die Quest nämlich ja dieses wir müssen ja an sich, was hier steht, eine Tier 2 Rocket bauen. Wenn man ein bisschen rumklickt hat, auf einmal steht hier nämlich eine Cargo Rocket. Also eine andere Rakete. Fand ich ein bisschen verwirrend. Aber ja, so wie ich erfahren habe, müssen wir für diese Tier 2 Rocket so ein Schema finden, das irgendwo auf dem Mond in einem Dungeon ist. Ich habe schon mal ein bisschen versucht rumzulaufen, aber da habe dann bisschen Pipi in die Augen gekriegt und bin wieder weggegangen. So, was ich hier draußen geschafft habe, ist habe halt hier noch ein paar Bäume gepflanzt. Einfach so, Ja. just for fun. Hab dann diese Dinger gemacht. Hier haben wir unser Resin nämlich. Ich habe ewig überlegt, so wie kriegen wir dieses nervige Resin. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe. Moment, was ist das? Habe ein bisschen rumgeguckt, was das alles für Utensilien, Maschinen noch so gibt, die man vielleicht brauchen kann. Und habe festgestellt, dass es hier diese tollen Behälter gibt, die man einfach an, also die halt Tree, ich weiß nicht, irgendwie so, auf jeden Fall zum Resin abfarmen sind. So, du musst mal sterben. Und ich glaube nämlich, wir müssen die nämlich wieder abbauen, weil an toten Bäumen funktionieren die nicht. Also an diesen infizierten. Das ist ein lebender Baum, ne? Ja, genau. Und deswegen habe ich halt gedacht, wir bauen uns ein paar in den sicheren Bereich. Ja, klar. Und infizieren immer die außerhalb des Bereiches. Ja, gute Idee. Na, somit haben wir immer schön viel Resin. Du machst da gerade ran, dann mach ich hier welche ran. Ich habe überhaupt keine hier. Ich habe nichts abgebaut. Achso, dann habe ich die nur. Okay. Pflanzen wir da noch ein und hier ein. Wobei, ne, die sind immer gefährdet. Die baut das Ding jetzt auch manchmal mit ab. Die Erntemaschine. Aber die läuft gut, ne? Ja. Kann man nicht beklagen. Sollten wir uns dem nächstes, wenn wir Zeit haben, vielleicht mal Gedanken machen, ob wir einen Autominer bauen. Ja, das stimmt. Wir können auch dann langfristig hier draußen mal ein paar Areas abbauen, so eine Area, wo wir dann halt Holz farmen, dann eine, wo wir halt Ja, genau. noch Pflanzen sowas anbauen. Gut, das dazu. Dann habe ich hier oben, wie du schon festgestellt hast, das Solarpanel gebaut.
das hoffentlich auch eine ist. Ja, Collecting Sun, perfekt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe es falsch gebaut. Kann das sein? Die Energie geht nicht raus. Hast aber auf der falschen Seite angeklemmt, wa? Nee, eigentlich nicht. Hier ist das rote Ding. Das ist von da aus in der Batterie oder wo geht das rein? Das ist ja gar nicht angeklemmt bisher. Ah! Ich hält. Kabel vergessen. Ich renn schnell los und hol Kabel. Ich wundere mich schon, warum die Batterie im Keller leer ist. Ja, zum Eifer des Gefechts. Oh, wir haben nur noch ein Kabel. Das ist schon mal passieren, ne? Verdammt, ich brauche Wolle. Haben wir oben noch Wolle? Wir haben oben eigentlich gar nichts, oder? Doch, wir haben hier noch ein bisschen Wolle, zum Glück. Magst du mal, vier, fünf, sechs. Mit der Krog, die müsste ich hier irgendwo oben reingepackt haben oder unten. Ja. Mal ein bisschen neue Wolle abbauen. Also ja, ein paar neue Spinnweben. Also drei Strings habe ich hier. Ja, ich habe gerade noch genug. Das müsste jetzt zumindest reichen, um die anzuklemmen. Ich bin auch ein Held, ey. Ja, ja. Du hast das Essen auch verlegt. Habe ich? Nee, hast du nicht. Die Box ist nur unten. Alles gut. So. Rock. Oh, und es läuft runter. Ja, perfekt. Und wir haben... Müsste bei Tools liegen, ne? Wahrscheinlich. Entweder habe ich sie oben reingepackt gehabt, dann ist sie hier oben. Ich habe sie hier oben reingepackt. Okay, dann hole ich sie mir mal und baue die Bäume unten ab. Ja. Ich packe hier ein paar Setzlinge rein, kannst neue hinsetzen. Ja, ich habe auch noch vier Stück gehabt. Perfekt, unsere Stromversorgung ist angeklemmt. Ich schaue mal schnell nach, ob die Batterie sich auch füllt. Dann haben wir das nämlich fertig. Dann können wir nämlich an sich... Okay, die merkt zwar quasi gar nichts. Also der Strom müsste hier ankommen, aber die Batterie bleibt leer. Weil der ganze Rest 98% voll, 100% voll. Ich habe auch mal geguckt, wie viel wir bräuchten, um unser unsere Basis hier komplett in Metall zu verwandeln. Ne? Ist ein bisschen teuer. Ja, ich befürchte. Aber ich habe gedacht, wir können uns langfristig halt mal ein bisschen hier das verschönern. Ja, viel wichtiger ist, dass wir die Geräte fertig kriegen. Hier großmengig Erz und so Kram abbauen können. Ne? Ja, ich habe auch schon mal geguckt gehabt, was man bräuchte, um halt eine Drill zu bauen und sowas. Und leider Gottes, also es gibt so einen Bohrer, der nennt sich halt Drill. Ich weiß nicht, ob man den jetzt wirklich hinstellen kann oder nicht. Aber dafür brauchen wir teilweise, wobei das habe ich mittlerweile, was war denn da doch so kompliziert? Genau, Silicon Ingot. Und wir kriegen Silicon Dust halt nicht. Ja, nur auf einem anderen Planeten, ne? Ja, ich vermute. Deswegen ist halt die Frage, was machen wir jetzt? Bauen wir einfach irgendeine Rakete? Ja, du musst halt auf der Karte gucken, wohin willst du fliegen. Dementsprechend, weil nicht alle Raketen fliegen halt überall hin, ne? Ja, ich habe ja überlegt gehabt, ob wir einfach erstmal eine einfache Rakete bauen, damit wir überhaupt mal irgendwo hinkommen. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht ein bisschen Neues finden. Vielleicht sollten wir versuchen rauszufinden, von welchem Planeten, wo es die Sachen gibt. Dann gleich zu dem richtigen Planeten fliegen, aber es wird wahrscheinlich schwierig, ne? Das denke ich auch, ja. Na. Hoppala, Sauerstoff. Erstmal wieder den falschen Tank entfernt. Sauerstoff, wer braucht das schon? Haben wir alle schon durch. Ja. Ich würde sagen, du farmst da oben ja gerade noch. Ich farme unten auch mal kurz eine langweilige Session und dann... Eine Tier 1 Rocket kann ich bauen. Genau, aber du brauchst ja die Cargo. Das ist eine andere.
Dafür musst du wieder einen Bauplan haben. Musst du mal eingeben. Cargo-Rakete eingibst, dann taucht der auf. Warum brauche ich eine Cargo? Das ist halt alles so verwirrend. Ein Cargo-Rocket, Tier 3. Was ist, wenn ich jetzt einfach eine Tier 1 baue? Dann kannst du nicht zu allen Planeten fliegen. Ja, wäre das im ersten Schritt so schlimm? Nee. Du müsstest dann halt schauen, wohin möchtest du, und die Raketen musst du dir auf eurem Map mal anschauen. Welcher Planet war denn unserer? Mond. Das ist der Mars. Zum Mars brauchen wir eine Tier 2, da brauchen wir auch eine Tier 2. Also wir können nur zur Erde. Mit einer Tier 1. Ja, irgendwas war da nämlich. Zur Erde können wir nicht, weil die Erde existiert ja nicht. Ja doch, die sehen wir doch. Ja, du siehst sie, aber sie ist ja verseucht. Ja, leicht doof. Dahin kannst du halt nicht zurück. Ich frage mich, warum man zu Venus eine Tier 2 braucht. Man muss doch eigentlich im Endeffekt dann nur passend abfliegen, dass die Distanz ganz gering ist und dann hin. Ha. So weit haben die nicht geplant. Ja, ich merke schon. Wo schmeißt du denn das Tree Reasing hin? Das habe ich derzeit in die Bastelbox von mir reingepackt. An sich hier. Das glaube ich hier einmal reingepackt habe, ne? Ja. Ne, hier habe ich es rein. Hier schmeiße ich immer alles rein, was ich gerade so am Basteln bin. Da siehst du auch noch, dass ich hier noch ein zweites Solarpanel fast fertig habe. Ja. Das können wir auch einmal eben kurz abschließen. Solarpanel. Genau, dafür brauche ich nochmal. Hast du noch die Strings wieder zu oben reingepackt? Was? Von den Bäumen? Ja. Rock. Ja, die Krog und dann halt die Bänder, ne? Die eine liegt hier unten, die Krog. Ich habe zwei neue gebaut. Habe ich das Aluminium natürlich woanders hingepackt. Da Aluminium. Sonst würde ich halt sagen, müssen wir gleich wirklich mal versuchen, irgendwie einen Dungeon zu finden. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Oder kannst du ja vielleicht mal kurz nachgucken. Ich nehme mir auf, da kann ich nicht rausgehen. Ja, klar. Inwiefern wir da jetzt nachsuchen müssen. Ich meine mich gelesen zu haben, dass es in irgendeinem Dungeon ist. Mal brauche ich das noch wieder. Dafür brauche ich eine Wolle und einen. Okay. Eins, zwei, drei. Und Compressed Ingot. Habe ich nur zwei. Schmeißen wir mal hier rein. So, dafür brauche ich einen Diamanten, das und das. Sticks habe ich noch. Kabelsen habe ich auch noch. Und ein Diamant. Vermutlich ja. Ach so, normaler Stein. Der rödelt. Dann brauchen wir das. So, das nächste Solarpanel ist auch gleich fertig. Cool. Bauen wir es gleich aufs Dach, wa? Ist das ein bewegliches oder ein feststehendes? Ich habe die Advanced gebaut, also die besten. Ja, cool. Dann sind die beweglich, dann laufen die mit der Sonne. Genau. Zack, zack,
Ich baue es ihm auf. Hier war eine Spinne auf unserem Dach. Hast du den? Ja, den habe ich abgebaut und dabei ist er kaputt gegangen. Ah, stimmt, das war das. Also die Baupläne sind im Dungeon. Die Frage ist nur, wie finden wir den Dungeon? Erstens. Und zweitens steht hier der beste Zeitraum, um Dungeon zu erkunden, ist die Tageszeit. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, irgendwie klar, ne? Ja, richtig. 1, 2 oder 1. Mir fehlt ein Kabel. Also ich muss mal feststellen, dass die Range von deinem Abbauding extrem ist. Der holzt zur Hälfte sogar Bäume ab, die nicht mal auf seinem Feld stehen. Aber baut dann auf seinem Feld teilweise die Bäume nicht mit auf. Bisschen verwirrend. Kann ich denn noch erweitern? Nee, ne? Ich glaube, ich Bitte? Bin schon auf dem größten Bereich, oder? Was denn? Habe ich noch irgendwo gehört? Da. Ja, du bist, glaube ich, vom Anbauen her. Warte, ich komme raus. Hier hinten halt, ne? Diese Ecke baut er nie aus. Da lässt er mal den Baum weg. Und ob du was hier noch machen kannst, weiß ich gar nicht. Bauen wir hier was hin? Da oder? Ich meine, ich hatte schon Größen drin. Das geht nicht weiter, brauchst du nicht probieren. In beide Richtungen nicht, ne? Wenn der hier hinten, soll ich den einen noch auffüllen lassen? Muss ich dann noch so ein Diamond-Ding reinschmeißen? Ah, tut nicht Not. Oh ja, wir holzen ja Haufen ab, ne? Ja. Ich meine, so von den Sticks, die hier so zusammenkommen, lohnt sich das ja schon. Ja, das stimmt schon. Wir verbrennen halt auch vieles für Kohle dann, ne? Macht aber ja nichts. Ich habe ja hier in der Holzbox nicht ewig noch. Wir müssen dazu sehen, dass wir draußen mal ein Gemüsebeet anlegen und so. Ja, dafür habe ich auch eine Maschine, ne? Okay. Nee, ich kann dann Getreide pflanzen. Und danach wieder ernten. Ja, okay. Hast du draußen neue Bäume hingestellt? Ja, ne? Außerhalb? Ja, habe ich. Die müssen aber halt erst wachsen, bevor ich die infizieren kann. Ne? Ja, genau. Also ich habe auch draußen die extra so geplantet gehabt, dass die halt eventuell sich miteinander verbinden und größer werden. Was macht denn der Zombie da draußen? Das ist ein kleiner Zombie. Der ist ach, diese mega schnell. Teufelsviecher. Deswegen rennt er immer im Kreis. Ja, der sieht uns halt. Aha. Alter. Alter, ist er schnell. Oh, schnell wieder rein.